Ja, Beemaster am Start für euch. Ich begrüße euch zu einem kleinen Unboxing auf meinem wunderschönen Kanal. Es gibt mal wieder was zum Unboxen. Es gab ja letztens auch was zum Unboxen. Ihr denkt bestimmt, ich verdiene hier im Monat 3, 4,5, 5.000 Euro. Und der Money Train rollt. Der Money Train rollt, aber so viel verdiene ich da doch nicht. Aber nichtsdestotrotz gibt es jetzt die Splinter Cell Blacklist. Wie hieß der? The Ultimatum Edition als Unboxing. Und das Ding kam 20 Euro bei Amazon. Das Ganze kommt in einem wunderschönen Pappschuber, den ich wahrscheinlich wegschmeißen werde, weil die Box hat nämlich genau das gleiche, den gleichen Aufdruck und sieht weitaus besser aus. Und dieses hässliche USK-Logo, ich mache das Ganze jetzt mal auf, und zwar so, dass ihr es auch seht. Das lasse ich ja bei sowas eigentlich immer ganz gut machen. Bei den Kopfhörern letztens ging es beschissen. Obwohl halt, dass jetzt mein Mikrofon im Weg steht. Aber das muss halt sein, ansonsten habt ihr halt total beschissene Ton durch die Webcam. Und was haben wir hier drin? Haben wir zum einen Comic. Können wir mal reingucken, mal ganz kurz. Splinter Cell Echoes heißt das Ganze, genau. Act 1. Und es sieht für mich als ganz normalen Comic-Fan eigentlich nicht mal. Das zeige ich euch nicht, das ist ein Code. Eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Ich kann das mal in die Kamera halten. So rum. Ihr seht schon, sieht ganz gut aus. Da schon eine Seite. Wenn man das mehr sieht. Oh, ich glaube, was Schönes mit dem Flugzeug. Okay. Es sieht wirklich verdammt gut aus. Also, es ist gut gezeichnet, gibt es überhaupt nichts. Es ist gut gemacht. Und ist auf alle Fälle mal so eine schöne Reingabe. Ich mag ja eh Comics. Ich mag ja eh allgemein, wenn da solche kleinen Sachen mal dazu sind. Ich fand das auch bei The Last of Us sehr, sehr gut. Bei der Ellie und Joel Edition gab es halt diesen Comic, wo es um den Anfang ging von Ellie oder wo es um die Vorgeschichte ging von Ellie. Dann haben wir hier Splinter Cell Blacklist. Seht ihr das nicht, weil das jetzt so dumm spiegelt durch diese Folie. Bundle-Version nicht zum Einzelverkauf. Seht ihr also schon. Und ja, ich habe noch was drin. Nämlich, das zeige ich euch jetzt, ganz Besonderes. Das will nämlich auch mein lieber Herr Arbeitskollege wissen, den ich hier ganz nett grüße. Denn wegen ihm habe ich mir das Ganze am Ende bestellt, weil er halt will, dass ich ein Splinter Cell Let's Play mache. Wird es natürlich auch geben, auf meinem Let's Play Kanal allerdings nur. Und ich habe ja, glaube ich, schon mal gesagt, warum ich jetzt den Let's Play Kanal gemacht habe. Ich werde es auch nochmal sagen. Und ich muss jetzt echt sagen, das ist doch mal richtig geil verpackt. Hier ist nämlich eine Splinter Cell Uhr drin. Ja, eine Splinter Cell Armbanduhr. Sieht auf jeden Fall nicht mal so schlecht aus. Also ist sehr, sehr hochwertig. Und ist aus Gummi. Okay, ist auch mal nichts. Machen wir die Folie ab hier von diesem Ding. Und Moment. Ubi-Collectives. Da hat Ubi's auch mal wieder was einfallen lassen. Ich finde sowas allgemein immer geil. Wenn hier irgendwas drin ist in diesem Ding, was man gebrauchen kann. Okay, mal suchen würde ich jetzt einmal. Brauche ich erst bloß Ruhe. Gucken wir doch mal in die Betriebsanleitung. Die wird jetzt mal aufklappen. Light. Aha. Müsste also hier oben sein. Ah. So, ihr seht das schon. Das Ding leuchtet nicht. Das Ding leuchtet in einem richtig geilen Grün. Und ist auf alle Fälle richtig cool gemacht. Ihr könnt halt so Sekunden und so einstellen. Ihr seht das schon. Also man sieht es jetzt total überhaupt nicht. Ihr seht das gerade spiegeln, dass hier im Hintergrund meine PS4 ist. Sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Ist schick gemacht, ich werde ihn mal umbinden, damit ihr mal seht, wie das Ding getragen aussieht. Und ich weiß noch nicht, was ich mit der Uhr mache, entweder behalte ich es selbst. Oder ich werde sie meinem Arbeitskollegen schenken. Was ich eigentlich mal so als gute Idee finde, weil er ist nämlich ein richtig großer Ubisoft, also nicht Ubisoft, aber ein richtig großer Splinter Cell Fan. Und könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ich damit machen soll. Ich werde das Licht mal nett anmachen. So sieht das Ganze getragen aus. Also hier ist die Lichttaste irgendwo, dachte ich.
Nee, hier. Hier unten. Und so sieht das Ganze dann halt am Handgelenk aus. Ist, wie gesagt, relativ hochwertig. Ich bin das gar nicht mehr gewohnt, nur zu tragen. Schon lange keine Mann gehabt. Und ist, wie gesagt, sehr, sehr hochwertig verarbeitet. Ich finde es auf alle Fälle eine richtig, richtig nette Idee, dass sowas mal drin ist. Ich finde immer so ein Assassin's Creed übelst geil. Also gerade so zu Black Flag oder zu Assassin's Creed 4. Ich finde das so dumm. Gerade zu Black Flag oder zu Assassin's Creed 3 gab es da so geiles Merchandise. Da gibt es so Portemonnaies dazu und Taschen, die man sich holen kann. Und ich fände es auf alle Fälle richtig cool, wenn es da mal mehr solche Sachen gibt. Und werde das jetzt erstmal wieder einpacken. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, was ich damit mache. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ich damit machen soll. Auf jeden Fall ist das Ganze richtig gut gemacht, richtig nette Idee. Also, großes Lob an Ubisoft, ihr überlegt euch wirklich immer geile Sachen. Also, ich mag halt diese Ubisoft Collectors, also Collectors Editions, so rum. Immer sehr, sehr gerne. Ich werde mir auch demnächst diese, was war das, South Park, Stick of Truth, Collectors Edition bestellen. Da ist ja so eine Cartman-Figur drin, oder meine Freundin bestellt sie sich. Und da ist so eine Cartman-Figur drin und ich habe mir auch schon Watch Dogs vorbestellt. Da ist auch dieser Aiden Pierce, was ist das? Aiden Pierce ist da drin, dachte ich. Ist auch da drin in so einer 24 cm großen Figur. Und ich finde das immer richtig geil. Ich finde solche Sachen immer richtig cool. Gefällt mir sogar mehr als irgendwelche Ingame-Gifts oder Ingame-Items oder so ein Käse. Lass mich mal damit benutzen. Und ich sag's euch so wie es ist, für 20 Euro ist es auf alle Fälle eine coole Special Edition. Ich glaube, diese komplette Collector's Edition, wo Steelbook noch mit drin ist und sowas. Und ich glaube, eine Figur von Sam Fisher, dachte ich, ist da noch mit drin. Kostet 30 Euro bei Amazon. Also guckt euch mal an. Und ich kann es euch wirklich bloß empfehlen, wie gesagt. Besonders der Blacklist hat auch sehr, sehr gute Kritiken gekriegt von der Presse. Und ja, mal gucken, wie es mir gefällt. Wie gesagt, ich werde das auf alle Fälle Let's Playen. Werde dann auch noch eine Review dazu machen. Allgemein habe ich in Zukunft sowieso von mehr Reviews zu machen. Und ja, wenn es jetzt Play geht auf meinem Let's Play Kanal, dann einfach auf meinem Hauptkanal gucken, welche Videos zu machen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch gleich meinen ganzen Let's Play Kanal abonnieren. Da kommen halt demnächst noch Let's Plays, die ich schon hier hochgeladen habe und ganz neue Sachen. Und ja, das Ganze ist wie gesagt oben verlinkt, wie ihr bestimmt die ganze Zeit gemerkt habt, ist mein Let's Play Kanal sowieso immer oben verlinkt bei solchen Videos. Und ja, ich würde dann sagen, Splinter Cell Blacklist. Fetter Daumen nach oben, richtig gute Special Edition und ich würde sagen. Und ja, liebe Grüße an dich, Tom, mein Freund. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.